Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Atari 2600 Specials. Ja, fangen wir mal mit dem schönsten Highlight an. Hier ist ein ColecoVision. Ich kann das mal zeigen. Ich habe extra den Atari darauf gestellt. Das ist wirklich ein ColecoVision mit einem Expansion-Modul, wo man das tun kann. Ja. So, ihr könnt Atari 2600 Module auf dem spielen. Ja, da guckt er, ne? Stellt euch mal vor, auf einer PS3 kann man Xbox 360 Spiele spielen. Ja, da guckt ihr noch viel mehr. Es war also tatsächlich üblich, dass man über den ColecoVision mit diesem Zusatzmodul wirklich Atari 2600 Spiele spielen konnte. Ja, wirklich genial. Und ich bin auch stolz, dass ich das habe. So, einer hatte gefragt, zeig doch mal die Boxen. Dann mache ich das doch mal. Also, das ist ein 2600 Game in a Box. Das ist sogar noch verpackt, falls das jemand interessiert. Das ist ein 5200er mit einer Box. Ist halt dann blau. Der 7800er sieht schon ein bisschen anders aus. Aber die Formate sind gleich. So, kommen wir zum Abschluss der Saga zu den letzten Modulen. Dann haben wir das auch durch. Space War. Eins der ältesten Videospiele aller Zeiten. Wirklich auch basiert auf dem gleichnamigen Klassiker. Ihr müsst eben dementsprechend Gegner abschießen. Ja, das war's dann auch schon. Aber ja, ist ganz nett. Ist wirklich super. Historisch, ihr seht das auch. 78. Riddle of Sphinx. Ja, man kann es als Puzzle-Game bezeichnen. Wirklich mal was anderes. Kann ich empfehlen, weil es einfach mal was anderes ist. Werft einfach mal einen Blick drauf. Die 32-in-1 Game Cartridge ist sicherlich interessant. Soweit ich weiß, wurde die mit dem Atari 2600 Junior auch mal dazugegeben. Als jedes Mal, wenn ihr einschaltet, habt ihr ein neues Game, das muss ich dazu sagen. Da gibt es Fishing Derby drauf, da gibt es Basketball, da gibt es noch andere Sachen drauf. Die kriegt man nachgeschmissen, sage ich mal ganz ehrlich. Daher kann man sich die auch wirklich als Sammler holen. Asteroids. Ja, muss man zu diesem Klassiker noch was sagen? Nein. Ihr schießt auf Asteroiden, die brechen zusammen, werden klein und die schießt ihr wieder ab. Riesentitel, absoluter Pflichttitel, war eine Arcades-Pflicht, ist auch die Atari 2600 Version, ist super gut, lohnt sich. Ja, die Version lohnt sich vielleicht nicht. Donkey Kong, ja, ihr kennt vielleicht diesen kleinen Klempner, der immer irgendwelche Prinzessinnen rettet. Hier rettet er nicht die Peach. Also wer nur die Peach retten will, der muss hier einen dicken Bogen drum machen, weil hier rettet er noch die blöde Pauline. Die, glaube ich, irgendwo jetzt, weiß ich nicht, bei den anonymen Alkoholikern ist oder so. Ja, so in Videospielcharaktere. Donkey Kong hier ist ein netter Titel, aber wie schon die Atari 2600 Version, werdet ihr sehen, sieht nicht schön aus. Das tut sie nicht. Venture, ja. Ja, so ein Labyrinth-Ding-Gedönse. Ich weiß, es gibt Leute, die das mögen. Ich fand es nicht ganz so sensationell, aber müsst ihr mal selber einen Blick drauf werfen. Da will ich euch nicht so irgendwas sagen, weil ich finde es halt nicht ganz so stark. Kommen wir zu den Superklonen. Strahlen der Teufelsvögel! Ja, genauso wie der Titel ist, ist das Game auch. Das sind meistens Klone von bekannten oder fast bekannten Titeln. Ihr müsst einfach mal googeln, was da wirklich für ein Game hintersteckt. Ihr könnt manchmal tierisch Glück haben, ihr könnt aber auch total in die Tonne greifen. Und dieses Ding hier würde ich nicht empfehlen. Firefighter! Ja, bekämpft das Feuer! Titel ist okay, ist aber wirklich nicht so spektakulär. Ihr müsst dann eben Feuer löschen. Ja, halt, ne? Basketball. Nettes Game. Ist auch nicht vielleicht das beste Sportsgame auf dem Atari 2600, aber ist spielbar und ist auch für einen netten Abend vielleicht ganz gut. Missile Command ist dagegen natürlich Pflicht. Ziel der Übung ist, dass ihr Raketen abschießt, bevor die zur Erde kommen. Natürlich grafisch unglaublich basic, aber ein Jahrhunderttitel, den muss man einfach kennen. Pitfall. Für mich einer der stärksten oder für mich eins der stärksten Games auf diesem System. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Ihr schwingt über Lianen, ihr müsst über Krokodile, Skorpionen und irgendwelche komischen Fässer springen und dann auf der Suche nach Goldbarren, Silberbarren und irgendwelchen Ketten oder was man da noch gefunden hat.
absolut stark, absolut Pflicht, kann ich nur empfehlen. Phoenix ist ein netter Shooter, kann ich auch nur empfehlen. Ist jetzt nicht unbedingt mein absoluter Lieblingsshooter, aber macht auch nicht viel falsch und könnte eine gute Chance geben. Jungleland, auch ein toller Klassiker, auch die Atari 2600 Version ist ganz nett. Hat, glaube ich, insgesamt 4 Screens. Ich glaube, eine Liane, dann müsste tauchen. Dann, glaube ich, kommt... Was kommt dann noch? Und dann kommt irgendwie noch diese mit den Steinen. Und dann könnt ihr... Nee, genau. Dann kommen die komischen rollenden Steine. Und dann kommt dann dieser komische... Ja, Kochtopf, wo die gute Dame des Vertrauens drin hängt. Also fast so wie Lichterlarva lecker. Nur mit weniger Butter. Ja, wie gesagt, Jungle Hunt könnt ihr bedingungslos zugreifen. Boxing! Warum fallen mir eigentlich die ganzen Module aus der Hand? Ich werde alt. Boxing, starker Titel. Der haut mich fast um. Och, sind das schlechte Witze. Ja, ist ein gutes Game. Macht Spaß. Kann ich auch wirklich empfehlen. Sollte mal einen Blick drauf werfen. Ist ganz nett. Landungskommando können wir wieder relativ schnell machen. Klon, auch kein guter Klon. Nee. Championship Zocker, ja, nicht der beste Zocker für dieses System, da gibt es bessere, würde ich auch einen Abstand von halten, wenn ihr mich fragt. Jetzt kommt das habe ich schon nicht verstanden, aber das habe ich anscheinend zweimal, es gibt Smurf in Blau und Smurf in Schwarz. Uah. Ist das die böse Schlumpfine? Ich weiß es nicht. Smurf ist... ein interessantes Game, ist aber jetzt nicht unbedingt das die beste Version auf dem Atari 2600. Ihr müsst mit einem Schlumpf Schlumpfine retten. Und das tut ihr daran, dass ihr einfach unter Vögeln durchtaucht, über Zäune springt und dann natürlich dementsprechend dann Schlumpfine aus Gargamel-Schloss rettet. Joa, kann man machen, kann man auch lassen. So, kommen wir... zum Double Ender. Ich habe nur einen. Das ist also ein Modul, wo ihr auf der einen Seite ein Game habt, auf der anderen Seite auch. Ghost Manor ist ein interessanter, ja, Geisterjäger, Horror, irgendwas Game. Hat auch eine Menge Screens. Ich glaube, ihr fangt auf einem Friedhof an, dann müsst ihr diesen Turm betreten. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendeine Möglichkeit und dann müsst ihr, glaube ich, irgendwann auch Dracula töten oder so. Ganz irre, aber ganz gut. So, Spike's Peak ist ein Game, wo ihr einen Berg besteigen müsst. Ganz nett gemacht, kann man sich auch angucken. Ist gar nicht schlecht. Ich finde, das ist sogar, glaube ich, der beste Double Ender, den ich kenne. Es gibt noch ein paar andere. Ich glaube, Robin Hood und Lancelot war, glaube ich, auch noch ganz gut, aber den hier kann ich empfehlen. So, bevor ich jetzt zu meinen Lieblingsbeiden Games komme, dann haben wir die auch schnell weg. Den ColecoVision habe ich nur 3 Games. Smurf ist die wesentlich bessere Version als auf dem Atari. Donkey Kong ist ein ganz starker Titel. Und selbst Venture finde ich beim ColecoVision deutlich stärker. Mehr Games habe ich für das System auch nicht, aber die sind schon echt klasse. So, kommen wir zum Abschluss. Pac-Man. Für viele Schuld am Videogame-Crash sehe ich ein bisschen anders. Pac-Man gefiel mir damals als Kind, gefällt mir heute noch. Natürlich, die Sprites sind unmöglich. Das hat auch nichts mit der Automatenfassung zu tun, alles richtig. Aber trotzdem, dies ist immer noch ein solider Titel. Da soll mir auch keiner erzählen, dass der unbedingt das Schlechteste vom Schlechten ist. Ist nicht der beste Pac-Man-Game aller Zeiten, aber mein Gott, ich war damals zufrieden und ich bin es heute noch. Ganz einfach. Wo ich euch ein bisschen recht gebe, E.T. ist natürlich ein schlechtes Game. Für die Leute, die es wirklich nicht kennen, was ich nicht glaube, ihr spielt E.T., das ist ja der charmante kleine Alien, und müsst 3 verschiedene Elemente finden, um die zu einem Telefon umzurüsten. Habt ihr das Telefon, könnt ihr das Raumschiff rufen und könnt die Erde verlassen. So, das Ganze wird ein bisschen dadurch erschwert, dass ihr ewig in irgendwelche Löcher fallt, dass irgendein Wissenschaftler euch, ich glaube, das ist der jedes Mal irgendwie ins Labor bringt, und ein Detektiv immer oder ein Agent euch die ganzen Gegenstände wegnimmt. Ihr werdet von dem kleinen bekloppten Jungen noch unterstützt. Die Navigation dieses Games ist vollkommen merkwürdig, die Anzeigen sind vollkommen merkwürdig, aber wenn ihr einen guten Run habt, spielt ihr das Ding in 10 Minuten durch. Das Ding ist schlecht, ohne Frage, aber die Legende, dass das überall vergraben ist und verflucht ist und das schlechteste Game aller Zeiten ist, oh mein Gott, jetzt mal ganz ehrlich, ihr kennt doch sicherlich noch 10 andere Games, also Rise of the Robots ist deutlich schlechter als das hier. Und
Oder Shaq Fu. Oder Barbie fürs NES. Ja, alle Games habe ich. So, die Batterie leuchtet, das heißt, ich muss mich schnell beenden. Abonnieren, kommentieren, bewerten, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr noch so haben wollt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!